herzlich willkommen zu einer neuen Woche im Kabeljournal. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Am vergangenen Wochenende jagte ein Radsportereignis das andere und wir haben in einem Bericht alles zusammengefasst. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flöha. Regen machte am 28. August im Chemnitzer Land den Start ins Radrennwochenende etwas unangenehm für die Rennsportler. Die Zuschauer hatten sich wetterfest an die Strecke begeben, um das erste Radkriterium rund um die Stadthalle in Limbach-Oberfrohna zu erleben. Der Oberbürgermeister Dr. Jesko Vogel gab den ersten Startschuss ab für das Hobbyrennen, an dem sich Freizeitradsportler beteiligten, aufgrund des Regens weniger als erhofft. Sie fuhren 15,6 Kilometer, 26 Runden um die Stadthalle. Temporunden, für die es Punkte gab, wer die meisten kassierte, gewann. Das war der Chemnitzer Jörg Müller. Zweiter wurde der Chemnitzer Jens Teuscher. Platz 3 belegte Tobias Irmscher aus Limbach-Oberfrohna. Dass Limbach-Oberfrohna sich für Radsport begeistert, dürfte so manchen überrascht haben. Nach 18 Uhr trafen immer mehr Menschen an der Rennstrecke ein. Sie wollten nicht den Höhepunkt des Radsportabends verpassen, das Elite-Rennen. Unter den Zuschauern waren auch ehemalige Radrennfahrer, so Wolfgang Lötsch aus Chemnitz und Jens Heppner, der die Ehre hatte, um 18.30 Uhr den Startschuss für das Elite-Rennen abzufeuern. 3, 2, 1. Auf geht's mit Ihrem Applaus, meine Damen und Herren. Das Rennen der Elite ist gestartet über 50 Runden mit 10 Wertungen. Pünktlich zum Start der Elite hatte es aufgehört zu regnen. Im Feld fuhren nicht nur Deutsche. Zum ersten Radsportkriterium in Limbach-Oberfrohna begrüßt wurden auch Österreicher und Tschechen. Die Elite absolvierte 50 Mal die 1,3 Kilometer lange Runde zwischen Rathaus und Limbomar. Die Strecke hatte es in sich. Die Fahrer mussten 50 Mal bergab und 50 Mal bergauf. Die Bremsen an den Rädern sollten auf jeden Fall intakt gewesen sein. Denn am Ende der steilen Abfahrt auf der Christophstraße schloss eine 90-Grad-Kurve an. Deswegen hatten die Organisatoren von der Stadthalle hier extra abgesichert. Dass die Stadthalle dieses Radrennen auf die Beine stellte, hat mit dem Wunsch der Mitarbeiter zu tun, die Attraktivität der Stadt zu steigern, auch indem neue Erlebnisse für unterschiedliche Zielgruppen geschaffen werden. Die Idee ist schon vor mehreren Jahren entstanden und eigentlich auch im Zuge dessen, dass am nächsten Tag in Niederfrohna das Radkriterium ist und natürlich am Sonntag in Hohenstein-Arnstal das Radkriterium ist. Nach der ersten Auflage lautete das Fazit der Organisatoren: Es war ein voller Erfolg. Wir haben nicht mit so vielen Zuschauern gerechnet und es war ein voller Erfolg. Auch die Durchführung war sehr hervorragend vom Team der Stadthalle gemacht und wir haben sehr große Resonanz und positive Resonanzen bekommen. Unterstützung gab es von Dietmar Lohr, der unter anderem schon seit vielen Jahren das Radrennen rund um den Sachsenring mitorganisiert und das Stadthallenteam lobte. Als neu dazugekommene Veranstaltung, hervorragend organisiert durch das Team der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna. Für das Stadthallenteam war es das erste sportliche Event. Wir wollen ja gerne das weiterführen, dieses Radrennen. Wir müssen aber noch stärker mit Sponsoren zusammenarbeiten, mit Radteams zusammenarbeiten, mit Veranstaltern zusammenarbeiten, weil wir ja eigentlich das allererste Mal das gemacht haben und auch Erfahrungen sammeln mussten dabei. Wie von Dietmar Lohr zu erfahren war, waren die Fahrer sehr zufrieden. Die neue Strecke haben die Sportler in Limbach angenommen. In der Rückkopplung und den Gesprächen mit den Fahrern wissen wir, dass die Sportler die Strecke sehr gelobt haben. In ganz besonders guter Erinnerung behalten wird Erik Moos vom Team Orkostitzer Giant das erste Radsportkriterium in Limbach-Oberfrohna. Er holte die meisten Punkte und verwies damit den Österreicher Lukas Schlemmer vom Team WSA Greenlife Graz auf Platz 2 und den Tschechen Peter Fiala vom AC Sparta Prag auf den dritten Platz. Die Siegerehrung nahm Jens Heppner vor. Und ich hoffe, dass die Organisatoren das weiter organisieren, weil wir sind heutzutage im Radsport auf jede solche Veranstaltung angewiesen. Und ich fand es einfach ganz cool. Ja. War schön, hier gewesen zu sein.
Am nächsten Tag stand für viele Fahrer Nidau-Frohna auf dem Plan. Hier fand bereits das 6. Jahnrad-Kriterium statt, mit unterschiedlichsten Rennen für die verschiedenen Altersklassen. Bevor die Elite dran war, gingen die Radsport-Bambinis an die Startlinie. Die ganz Kleinen noch im Freizeitlook, die etwas Älteren bereits in voller Radsportmontur und mit richtigen Rennrädern. Für die Bambinis hieß es einmal oder zweimal rund ums Rathaus. Gewonnen haben letztendlich alle. Um ihnen die Freude am sportlichen Wettkampf zu erhalten, verlieh Dietmar Lohr allen Kindern eine Medaille. Und der Vorsitzende des Sportvereins Nidau-Frohna, Mario Grünert, überreichte kleine Sachpreise. Dann schob sich auch schon die Elite an die Startlinie. Irgendwo versteckt im Feld war der Sieger vom Vortag, Erik Moos. In Nidau-Frohna wurden die Karten neu gemischt. In Nidau-Frohna ist es eine Strecke, die ihre Besonderheiten hat im Startzielbereich, wo sie mit sehr hohen Geschwindigkeiten bei den Wertungen die Kommissäre sehr fordert. 16.30 Uhr begann für die Elite das Rennen. 72 Kilometer durch Haupt- und Nebenstraßen der kleinen Gemeinde, die 2008 als sportfreundliche Kommune ausgezeichnet wurde. Die Freundlichkeit erlebten auch die Rennsportler, die an vielen Ecken frenetisch von Publikum umjubelt wurden. Natürlich begeistert über die Resonanz auch von meinen Einwohnern, die man heute an den Tag gelegt hat mit verschiedenen Ideen, die man so rund um die Strecke da präsentiert hat. Einfach toll. Und ganz toll ist natürlich auch, dass ganz, ganz viele Radfahrer, ob im Nachwuchsbereich, genauso wie bei Jedermann oder jetzt bei den Lizenzfahrern, den Weg hier nach Nidau-Frohna gefunden habe. Auch in Nidau-Frohna waren Österreicher und Tschechen am Start. Die Resonanz war größer wie all die Radkriterien zuvor. Und deshalb würde ich sagen, wir gehen ganz einfach auch ein 7. Jahr ein Radkriterium an. Ohne viele Helfer wäre es nicht möglich, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Bei einem 6. Jahr ein Radkriterium kann man sagen, es ist auch einiges Routine. Aber man merkt auch immer wieder, dass man natürlich auch an Grenzen kommt, wo man sagt, naja, es kann auch dies oder jenes noch spontan passieren. Aber ich glaube, das haben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervorragend gelöst. Und natürlich alle Organisatoren, die hier mitgeholfen haben, den möchte ich hier an dieser Stelle ganz, ganz recht herzlich danken. Die Strecke in Nidau-Frohna schien ganz besonders Robert William Kessler vom LKT-Team Brandenburg zu liegen. Der 19-Jährige wäre eigentlich bei einer anderen Veranstaltung in den Niederlanden gewesen. Da jedoch Teammitglieder krankheitsbedingt ausfielen, verbrachte er mit anderen Fahrern seines Teams das Wochenende in Sachsen. Das hatte sich für ihn gelohnt, denn er gewann das 6. Jahnrad-Kriterium in Nidau-Frohna vor John Mantrich vom MLP-Team Bergstraße und Enrico Knoblauch vom RV Germania Jügesheim. Robert William Kessler trat auch am nächsten Tag in Hohenstein-Ernsthal an, beim Westsachsen-Klassiker rund um den Sachsenring. Es war die 61. Auflage, diesmal wieder mit Start und Ziel auf dem Altmarkt. Das Rennen der Elite hatte schon zweimal Johannes Heider vom Team Urkrostitzer gewonnen, 2011 und 2014. Die Veranstaltung am 30. August in Hohenstein-Ernsthal wurde für alle Beteiligten eine Hitzeschlacht. Die Zuschauer hatten die Möglichkeit, sich die schattigen Plätze an der Rennstrecke auszusuchen. Die Rennsportler entkamen nur selten der Sonne und fuhren bei 33 Grad Celsius Außentemperatur um die begehrten Wertungstrikots. In der Kamai-Geburtsstadt absolvierten sie 68,4 Kilometer. Das kräftezehrendste Stück war die Schulstraße. Hier ging es steil hinauf. Die schattige Weinkellerstraße hinunter bot dagegen einige Sekunden Verschnaufpause. Mit der Hitze zu kämpfen hatten an diesem Tag vor der Elite bereits die Jedermänner, die Junioren sowie die Senioren. Im Gegensatz zu den Veranstaltungen an den zwei Tagen zuvor fiel in Hohenstein-Ernsthal das Feld weit auseinander. In der Spitzengruppe waren die Sieger vom Freitag und vom Samstag Erik Moos sowie Robert William Kessler. Wie die anderen kämpften sie um die Punkte der Bergwertung und der Sprintwertung und selbstverständlich um den Gesamtsieg. Ganz so sehr angefeuert wie in Nidau-Frohna oder in Limbach-Oberfrohna wurden die Radsportler in Hohenstein-Ernsthal nicht.
Die Veranstaltung hatte starke Konkurrenz. Autorennsport auf dem Sachsenring sowie Fußball des ortsansässigen Vereins. Wer den Radsport vorzog, bereute das im Nachhinein nicht. Ein tolles Rennen ist zu sehen gewesen. Es ist jetzt in der Endphase, was wir hier erleben. Und mal sehen, ob der Sieger vom Freitag der Sieger in Hohenstein wird. Die Spitzengruppe hatte mittlerweile andere Fahrer des Feldes überrundet. Erik Moos fuhr am Ende als erster in die Zielgerade ein und hatte sogar noch die Nerven, das weit geöffnete Trikot wieder ordentlich anzulegen. In Hohenstein-Ernsthal holte er sich neben dem gelben Trikot für den Gesamtsieg ebenso das Bergtrikot und das Sprinttrikot. Sein Resümee nach dem Rennwochenende: Ich muss sagen, jedes Rennen war schwer, jedes Rennen war auch bergig, also waren immer irgendwelche kleinen Hucken mit drin, die es halt extrem schwer gemacht haben. Aber es liegt mir halt auch diese kurzen Anstiege auf den Rundkursen. Ja, deswegen hat es wahrscheinlich auch zu zwei Siegen gereicht. Nicht so gut lief es in Niederfrohna. Hier belegte er Platz 8. Ich denke, da habe ich einfach auch noch die Beine vom Freitag gemerkt und war dann auch in der letzten Konsequenz nicht rissig genug, um da wirklich mit dem Besten mitfahren zu können oder zu wollen. Weil ich eben auch noch im Hinterkopf hatte, dieses Rennen heute. Ja, und als ich dann da die Spitzengruppe, als ich da nicht mitfahren konnte, habe ich mich dann da geschont, mehr oder weniger, und habe dann versucht, heute nochmal anzugreifen. Das Konzept ging auf, denn das Starterfeld in Hohenstein-Ernsthal war, ich würde fast sagen, von allen Tagen heute noch mal am stärksten besetzt. Also ist noch mal ein tschechisches Team dazugekommen. Noch mal ein paar Fahrer mehr von LKT Brandenburg. Die Teamkollegen von Robert William Kessler, der bei der 61. Auflage rund um den Sachsenring den dritten Platz hinter dem Tschechen Tomáš Okolický belegte, sich aber das weiße Trikot als bester Nachwuchsfahrer innerhalb des Elite-Wettbewerbes holte. In der Zukunft ist unter Anarbeitung des 62. Sachsenringradrennen am Ostersonnabend 2016 auf der MotoGP-Strecke. Die MotoGP-Strecke ist für die Radsportler eine besondere Herausforderung. Die ist noch mal ein Stückchen schwerer, weil da noch mal ein Berg mehr drin ist. Und aufgrund der Breite, die sich auf die gesamte Runde dort erstreckt, rollt es immer wieder zusammen. Es ist schwer, sich dann dort abzusetzen. Wobei hier ist halt so eher der Renncharakter, wenn man es hier mal geschafft hat, in der Spitzengruppe zu sein, dann, und man ist ja außer Sichtweite, dann hat man gute Karten, dass man mit der Gruppe auch durchkommt. Weil dann hinten einfach die, wenn man nicht mehr gesehen wird und die sind die richtigen Leute vorne, dann heben die hinten dann meistens die Füße. Und das macht sich im Radsport gar nicht gut, denn da benötigt man die Füße, um kräftig in die Pedale zu treten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flöha. Weiter im Programm geht's jetzt mit unseren Wochensplittern. Und danach wird wieder lecker gekocht. Die Wochensplitter werden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte.
Vier Wochen nachdem sich Flöhers Oberbürgermeister Friedrich Schlosser in den Ruhestand verabschiedet hatte, musste er noch einmal viele Hände schütteln. Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Vereinen waren in den Stadtsaal der alten Baumwolle gekommen, um die Verdienste des ehemaligen Rathauschefs noch einmal zu würdigen. Die Feierstunde hatten die Stadtratsfraktionen organisiert. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Amtsnachfolger Volker Holuscha. 25 Jahre lang hat Friedrich Schlosser die Geschicke der Stadt gelenkt und geleitet. Dabei stand immer das Wohl der Einwohner im Vordergrund, so die Geschäftsführerin des Volkssolidaritätsregionalverbandes Freiberg, Angela Kronwald. Mit seiner Hilfe konnte der Verein in Flöha zwei Sozialstationen errichten, wo heute 60 Mitarbeiter 300 Patienten betreuen. Außerdem betreibt die Volkssolidarität in Flöha Sachsens größte Kindertagesstätte. Mit dem Bau der Kita Baumwollzwerge habe sich Friedrich Schlosser ein Denkmal gesetzt, meinte Angela Kronwald. Als Dank hatten die Kindergartenkinder ein kleines Programm vorbereitet. Doch nicht nur die Kleinsten trugen zum kulturellen Rahmen der Veranstaltung bei. Auch Flöhers Schulen hatten ihre Musiktalente geschickt. Stadtchronist Lothar Schreiter hatte ebenfalls eine Rede vorbereitet. Darin ließ er die 25-jährige Dienstzeit des Altoberbürgermeisters noch einmal Revue passieren. Viele große Herausforderungen gab es zu bewältigen. Da war zum einen der Zusammenbruch der Textilindustrie in der Stadt. Tausende Menschen verloren nach der Wende ihren Arbeitsplatz und brauchten eine Perspektive. Doch nicht nur wirtschaftliche Katastrophen waren zu meistern. Zweimal schlug die Natur zu und drohte, Flöha in den Fluten zu versenken. Dass aus den Hochwasserereignissen Flöhas größtes Konjunkturprogramm wurde, ist auch dem Pragmatismus von Friedrich Schlosser zu verdanken. Ganz pragmatisch erfolgte dann auch die Übergabe der schweren Amtskette an den neuen Oberbürgermeister. So, und ich kann es den Volker nicht übel nehmen, wenn er das Ding hier umhängt, weil das bringt einfach um. Er wird so genug zu tun haben und tritt ja auch nicht ganz was Einfaches an. Also wir haben es einfach aus Gründen des Outfits, nicht aus Gründen des Gewichts gemacht, dass wir die Kette hier aufgehangen haben, weil ich habe bei der Generalprobe gesagt, dort wurde bei dem Herrn Schlosser die zwei Mädchen am Bauchnabel hängen. Das wäre bei mir der Lendenschurz gewesen. Den Anblick wollte ich Ihnen ersparen, darum haben wir das hier auf dem Brett gelassen. Mit Dank und besten Wünschen für die Zukunft wurde Friedrich Schlosser von den Stadträten in den Ruhestand entlassen. Am 27. August hatte der Flöha Stadtrat zur ersten öffentlichen Sitzung nach der Sommerpause eingeladen. Dort stand unter anderem die Verteidigung und Verpflichtung des neu gewählten Oberbürgermeisters Volker Holuscha auf der Tagesordnung. Zum Abhalten des Zeremoniells war zuvor SPD-Stadtrat Wieland Kunze bestimmt worden. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Stadt Flöha gewissenhaft zu wahren. Und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern. Damit verpflichte ich Sie. Nach der Vereidigung gehörte neben den Mitarbeitern der Stadtverwaltung die CDU-Fraktion zu den ersten Gratulanten. Glückwünsche gab es auch von Parteifreund Dieter Grunert. Er ist der neue Fraktionsvorsitzende der Linken. Vorher hatte Volker Holuscha den Posten inne. Aufgrund der Wahl zum Oberbürgermeister musste er aber als Stadtrat ausscheiden. Da es von den Linken keine Nachnominierung gab, hat der Flöha Stadtrat jetzt 21 statt bisher 22 Sitze. In einer kurzen Antrittsrede versprach der neue OB, sich bei seinen Entscheidungen nicht vom Parteibuch leiten zu lassen. Ich verstehe meine Hauptaufgabe in den nächsten 7 Jahren darin,
unter Einhaltung der Gesetze vor allem das Interesse der Stadt zu vertreten und das Wohl ihrer Bürger nach besten Kräften, wie ich gerade geschworen habe, zu wahren. Nach der Vereidigungszeremonie waren für die Stadträte aber auch noch einige Beschlüsse zu fassen. Beschlossen wurde die Anschaffung eines neuen Dienstwagens für das Hauptamt. Zukünftig fährt der Oberbürgermeister einen geleasten Vorführwagen der Marke VW Passat. Außerdem wurde der Kauf einer Einbauküche für das neue Feuerwehrdepot in Falkenau beschlossen. Der Beschluss über den Kauf eines Grundstückes in Falkenau, auf dem sich unter anderem das Gebäude der ehemaligen GHG befindet, wurde auf Antrag der CDU-Fraktion in die Ausschüsse zurückgewiesen. Beschlossen wurde hingegen der Kauf des Geländes, auf dem die Baustelleneinrichtung für den Bau der Falkenauer Eisenbahnbrücke untergebracht war. Die Stadt will die Grundstücke als Entsiegelungsflächen nutzen. Während der Sitzung äußerte sich der Oberbürgermeister auch zur Asylantenfrage. Die Stadt sei vom Landratsamt angehalten, für Flüchtlinge mit Bleiberecht Einzelunterkünfte zur Verfügung zu stellen. Dem wolle die Stadt auch nachkommen. Volker Huluscha stellte aber eines klar. Ich bin der Oberbürgermeister der Einwohner von Flöhr und Falkenau und muss auch deren Sorgen und Nöte mit in Betracht ziehen und nicht der Ausländerbeauftragte der Landkreisbehörde von Mittelsachsen. Wenn wir uns dieser gigantischen Herausforderung stellen als Stadt, dann verlange ich dies auch von den Bürgermeistern anderer Städte Mittelsachsens. Diese Entwicklung darf nicht die Toleranz und die Kapazitäten unserer Stadt über die Maßen belasten. Die Stadtverwaltung favorisiert die Unterbringung schutzbedürftiger Familien. Dafür werden in Flöha und Falkenau nun leerstehende Häuser und Wohnungen gesucht. Am 29. August feierten die Mitglieder der DLRG Mittelsachsen-Sachsenburg ihr 25-jähriges Bestehen. Dazu hatten die Lebensretter ins Bürgerhaus nach Irbersdorf eingeladen. Beim öffentlichen Teil am Nachmittag wartete auf die Besucher ein buntes Programm für die Kinder. Außerdem wurden Rettungseinsätze simuliert. Hallo? Hilfe! Hier demonstriert eine junge Rettungsschwimmerin die Reanimation eines Verunglückten an einer Herz-Lungen-Wiederbelebungspuppe. Notruf absetzen und holen Sie das AED. Jetzt bei der Herzdruckmassage haben wir die Zyklen 30x2, das heißt 30 mal die Herzdruckmassage zu 2 mal beatmen. Bei einer kleinen Technikschau zeigte man die Hilfsmittel, die dem Rettungsschwimmer bei der Bergung von Verunglückten aus dem Wasser zur Verfügung stehen. Und auch die Trainingsgeräte wurden präsentiert. Mit solchen Puppen wird zweimal in der Woche in den Leerschwimmbecken von Hainichen und Sachsenburg trainiert. Und das sehr erfolgreich. Das erfolgreichste Jahr, was wir bisher hatten im aktiven Sport, das war dieses Jahr oder jetzt das fast vergangene Jahr. Weil wir haben so viele Rettungsschwimmer zu den deutschen Meisterschaften qualifiziert. Also die haben sich bei den Landesmeisterschaften in Sachsen qualifiziert für die deutschen Meisterschaften. Und wir haben 33 Aktive sind es und 14 haben sich für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Was natürlich uns vor riesen Herausforderungen stellt, weil sowas natürlich in unserem Haushaltsplan auch nicht vorgesehen ist. Das kann auch keiner hell sehen vorneweg. Und jetzt haben wir natürlich ganz schön Planung und Sponsorensuche noch, um wirklich das zu ermöglichen, dass wir mit 14 Mann den Trainern, den Betreuern, also man kann sagen, dass 20 Mann nach Osnabrück zu den deutschen Meisterschaften kommen. Zu den Teilnehmern an der deutschen Meisterschaft werden auch Theresa, Lilly, Caroline und Sonja gehören. Die Schülerinnen starten in Osnabrück im Staffelwettbewerb. Wir haben uns im Mai für die deutschen Meisterschaften im Oktober in Osnabrück qualifiziert. Und ja, wir haben sehr hart dafür trainiert oder trainieren immer noch dafür. Wir fahren auch noch in ein Trainingslager, um unsere Leistungen noch weiter zu verbessern. Man kann zu den man muss, um zu den deutschen Meisterschaften zu kommen, in Einzeln oder in Staffel antreten. Bei den Einzeln muss man Erster oder Zweiter werden und bei den Staffeln nur Erster. Und wir haben uns halt jetzt bei der Staffel qualifiziert, gemeinsam mit noch einer fünften Schwimmerin. Genau. Ja. Edelmetall von den deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen wäre wohl ein passendes Präsent zum 25. Geburtstag. Ein Geschenk hat sich der Verein aber jetzt schon gemacht, nämlich Live, der gelbe Hund mit den schwarzen Ohren, ist ab sofort das Vereinsmaskottchen.
Zwischen den Ortschaften Leubsdorf und Eppendorf befindet sich derzeit eine Großbaustelle. Hier entsteht die neue Milchviehanlage der Agroprodukt GmbH Leubsdorf. Im Beisein von jetzigen und ehemaligen Mitarbeitern, Bauleuten und Lokalpolitikern wurde nun richtfest gefeiert. Traditionell durfte der Bauherr den letzten Sparrennagel einschlagen. Diese Aufgabe kam Thomas Wirth zu. Er ist einer von drei Geschäftsführern des Landwirtschaftsbetriebes. Seine Bachelorarbeit lieferte die Idee für den Neubau auf der grünen Wiese. Die 1975 gebaute Milchviehanlage am Ortsrand von Eppendorf war zu klein geworden und konnte nicht erweitert werden. Nun entsteht weit ab jeglicher Wohnbebauung eine neue Produktionsstätte. Diese bietet Platz für mindestens 1600 Milchkühe. Die Anlage entspricht den Anforderungen an eine moderne Tierhaltung und erfüllt die Umweltauflagen. Gerhard Opitz ist ebenfalls Geschäftsführer im Betrieb. In seiner Rede blickte er noch einmal zurück auf die 40-jährige Geschichte der alten Milchviehanlage in Eppendorf. Einen Blick in die Zukunft wagt er ebenfalls. Und da hofft er auf einen steigenden Milchpreis. Die Lage beim Milchpreis ist äußerst angespannt, weil das schon seit Januar ständig bergab ging mit dem Milchpreis. Wir liegen im Moment im Auszahlungspreis netto bei rund 26 Cent. Brauchen würden wir wenigstens 33, manche sagen, Bund Deutscher Milchviehhalter sagt 40 Cent mehr. Aber wir gehen von unseren Bedingungen aus und wir sagen, also 33 bis 35 Cent ist das, was gebraucht wird. Und wir hoffen, dass zum Jahresende hin die Situation sich dann wieder verbessert. Immerhin beträgt die Investitionssumme für die neue Milchviehanlage mehr als 10 Millionen Euro. Und die müssen über den Milchverkauf erwirtschaftet werden. Am 29. August hatte der Flöhaer Gewerbe- und Festverein wieder zum Straßenfest in die Rudolf-Breitscheid-Straße eingeladen. Mittlerweile hat die Festivität einen Stammplatz im Veranstaltungskalender der Stadt. Das erste Mal wurde hier im Jahr 2003 gefeiert, ein Jahr nachdem das Hochwasser gewütet hatte. Da ist die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, wir zeigen einfach, wie schön ein Jahr nach dem Hochwasser unsere Stadt wieder geworden ist und dass die Geschäfte geöffnet sind und dass die Leute zum Einkaufen kommen können und aber auch zum Feiern. Auch bei der 13. Auflage kümmerten sich Flöhaer Gewerbetreibende, Vereine und Institutionen um die Ausgestaltung des Straßenfestes und um die kulinarische Versorgung der Besucher. Die waren bei schönstem Sommerwetter zahlreich erschienen und machten die Rudolf-Breitscheid-Straße zur Flaniermeile. Noch mehr Andrang wie am Eisstand herrschte vor der Bühne. Dort unterhielten am Nachmittag die Jüngsten das Publikum. Wie die Kinder vom Spielhaus Groß und Klein oder die Grundschüler der Friedrich-Schiller-Schule. Aber auch für die Kinder, die nicht auf der Bühne standen, war für Abwechslung gesorgt. Das Jugendzentrum UFO hatte ein Trampolin mitgebracht und eine Bastelstraße aufgebaut. Bei Elektromeister Jürgen Werner entstand Kunst aus alternativer Energie. Zielspritzen war bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr angesagt. Die Eltern durften derweil die moderne Technik der Brandschützer bewundern. Wer beim Pilzesammeln zuletzt wenig Erfolg hatte, kam auf dem Hof der Weißbach-Villa ins Staunen. Wir haben jetzt hier in etwa 70 bis 80 Pilzarten. Einige haben wir noch nicht bestimmt. Und es lässt sich eigentlich sagen, dass der Sommer viel zu trocken war und zu heiß. Und dadurch geht es erst jetzt nach dem Regen erstmal richtig los mit dem Pilzwachstum. Also ist noch nicht zu spät. Auf dem Straßenfest hatte auch der Städtewettbewerb von NVIAM und Midgas Station gemacht. Auf zwei feststehenden Fahrrädern durften die Flöhaer für ihre Stadt in die Pedale treten. Denn pro gefahrenem Kilometer zahlt der Energieversorger 4 Euro für einen guten Zweck. Insgesamt stiegen 123 Teilnehmer auf den Sattel, darunter 70 Kinder. Erradelt wurden insgesamt knapp 258 Kilometer und das bedeutet einen vorläufigen dritten Platz im Städteranking und reichlich 1000 Euro Kilometergeld. Dazu kommen noch einmal 300 Euro für drei richtig beantwortete Energiesparfragen. Das Geld soll zur Anschaffung eines Spielgerätes für die Kita Baumwolzberge verwendet werden.
Sieben auf einen Streich zu erleben, dürfte am 29. August nur oberflächlichen gelungen sein. Denn die sieben Veranstaltungsorte, die sich an der Nacht der Schlösser beteiligten, hatten ein derart proppevolles Programm, dass die Nacht ganz einfach zu kurz war, um sich allen Schlössern ausführlicher zu widmen. Die Pforten öffnete traditionell das Schloss Wolgenburg. Unter dem Motto Rock and Fire erlebten die Besucher auf dem Schlosshof wieder ein buntes Programm mit viel Live-Musik. Diesmal präsentierten Tom und Jeanette einen Musikmix, zu dem auch getanzt werden durfte. Es waren einige hundert, die es sich bei den angenehmen August-Sommerwetter im Schlosshof gemütlich machten. Nicht wenige nahmen an den Führungen durch das Schloss teil. Marlies Rokita, die stellvertretende Leiterin der städtischen Museen Limbach-Oberfrohna, zu denen neben dem Esche-Museum auch das Schloss Wolgenburg gehört, gab Einblick in die Geschichte des Schlosses. Hier hat sich in den letzten Jahren viel getan. Dank zahlreicher Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten wurde dem Schloss zu neuem Glanz verholfen, wenngleich es noch immer reichlich zu tun gibt. Neben dem Festsaal gehört auch die Bibliothek im venezianisch-neogotischen Stil zu den Schmuckstücken des Schlosses. Türen aus Holz und die Ornamente, die Sie jetzt hier sehen, sind aus Pappmaché. Dahinter, sehen Sie, ist ein Stoff aufgebracht. Das ist ein Leinenstoff, der dient wiederum zur Belüftung der Bücher. Also es gibt ein gutes Klima. Man hätte auch Glas davor machen können, aber das atmet natürlich nicht mit. Wenn wir jetzt hier einmal öffnen, sehen Sie das auch genau. Das Besondere daran ist, dass das alles im Original erhalten ist. Nur die Bücher nicht. Die sind zwar aus der Zeit vor 1914, aber nicht aus dem Bestand der Grafen von Einsiedel. Die mussten im Zuge der Bodenreform 1945 ihr Schloss abtreten. Im Besitz der Gemeinde Wolgenburg wurden bis 1999 Räume des Schlosskomplexes als Wohnungen genutzt. Zur Nacht der Schlösser konnten die Besucher ebenfalls die Sonderausstellung unter dem Titel Josef Mattersberger, ein Bildhauer im Dienste der Grafen von Einsiedel, besichtigen. Das kann man übrigens noch bis zum 3. Januar 2016. Eine gute Gelegenheit wäre der Tag des offenen Denkmals am 13. September. An diesem Tag hat das Schloss Wolgenburg von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Wie zur Nacht der Schlösser kann auch zum Tag des offenen Denkmals der Folterkeller besichtigt werden. Den Höhepunkt schlechthin zur Nacht der Schlösser hatte in diesem Jahr Liechtenstein zu bieten. Bis zum Schluss strömten Menschen in die Stadt im Grünen, um in Augenschein zu nehmen, was über viele Jahre im Verborgenen blieb. Also die Nacht der Schlösser ist heute das erste Mal wieder mit dem Schloss Liechtenstein. Es gab es ja schon jedes Jahr, aber das Schloss war viele Jahre nicht zugänglich. Heute das erste Mal. Und die Besucher, die heute gekommen sind, haben uns alle überrannt. Wir sind froh und glücklich, dass es so angenommen wird. Den Leuten hat das, was sie heute hier erlebt haben, bisher sehr gefallen. Die meisten Besucher hatten noch nie zuvor das Schloss Liechtenstein betreten. Einige kannten es noch aus früheren Zeiten. Das Schloss Liechtenstein ist das Wahrzeichen der Stadt Liechtenstein. Es residierten fast 800 Jahre die Schönburger, ein sächsisch-böhmisches Adelsgeschlecht, bis 1945. Nach kurzer Unterbrechung zog 1949 wohl das Bistum Dresden-Meißen, der Caritasverband, hier ein mit einem Altenheim. Das ging bis nach der politischen Wende. Ja, und dann hat einer der Schönburger das Schloss wiedergekauft und wollte es zum Familiensitz ausbauen. Aber da ist bestimmt einiges schiefgelaufen. Das hat nicht so funktioniert. Er hat dann in einer Nacht- und Nebelaktion das Schloss verlassen und es verfiel immer mehr. Und jetzt durch einen neuen Eigentümer gibt es Möglichkeiten, das Schloss wieder zu vollem Glanze zu verhelfen. Heute weiß noch niemand, was das Schloss selbst einmal werden wird. Aber eins wissen wir jetzt schon und das hat der Schlossherr signalisiert. Unter dem Schloss hat er derzeit keine Möglichkeit, sich darum zu kümmern. Er hat den Geschichtsverein mit ins Boot geholt und der Geschichtsverein wird der Ansprechpartner sein, heute, das war er heute und auch in Zukunft, diese Gänge wieder interessierten Leuten zugänglich zu machen. Die Mitglieder vom Geschichtsverein kennen sich in den Gängen bestens aus, denn vor ein paar Jahren hatten sie bereits die Möglichkeit, Besucher hindurchzuführen. Unter dem Schloss Liechtenstein gibt es genauso wie unter vielen Häusern der Stadt ein unterirdisches Gangsystem. Ein Gangsystem in dem sogenannten rot liegenden Gehauen von vor 500 bis 600 Jahren, bestimmt von Fachmännern, von Bergmännern. Keiner weiß ganz genau, warum diese Gänge angelegt worden sind.
Das war bestimmt auch eine Arbeit, die viel Geld gekostet hat. Und speziell unten in der Stadt kann man sich also nicht vorstellen, dass es nur diese Gänge angelegt worden sind, um dort irgendwie Bier oder Wein zu lagern. Es hat bestimmt auch den Grund gegeben, dass man sich darin verbergen konnte in Kriegszeiten. Aber keiner wusste, wenn der nächste Krieg ansteht, und so ein Gang war auch nicht innerhalb von ein paar Monaten herausgehauen. Es war garantiert zur Lagerung von Lebensmitteln, von Bier, von Wein, von anderen Dingen, keinesfalls für Getreide, denn da ist es zu feucht. Wir haben ja hier hinten immer auch 8 bis 10 Grad. Aber es waren garantiert auch Gänge und Möglichkeiten, sich in Krisenzeiten zurückzuziehen und zu verbarrikadieren. Es gibt keine Verbindung zu den Gängen in der Unterstadt. Es wurde immer gemunkelt, das gab's. Manche munkeln auch, es gibt Verbindungen dieser Gänge bis unter das Schloss nach Waldenburg. Auch das sind Mythen und Sagen, man hat also diese Verbindungen nicht gefunden. Neben den unterirdischen Gängen durften die Besucher ebenso die Folterkammer sowie den Hungerturm besichtigen, der vielleicht auch einmal eine Zisterne gewesen sein könnte. Christian Brettschneider und andere Mitglieder des Geschichtsvereins Liechtenstein vermittelten das Hintergrundwissen. Bis 23 Uhr hatten sie voll zu tun, den großen Menschenandrang zu bewältigen. Und die, die nicht mehr die Möglichkeit hatten, heute Abend auch zum Beispiel mit unter das Schloss zu klettern, den haben wir versichert, kommt in 14 Tagen wieder zum Tag des offenen Denkmals, dann gibt es dasselbe nochmal und man wird sogar in die oberen Etagen des Schlosses hinein können und dort Führungen mitmachen können. Historisches hatte Liechtenstein zur Nacht der Schlösser noch jede Menge mehr zu bieten, denn die Liechtensteiner Kanoniere hatten ihre Zelte aufgeschlagen und die Schlosswache 1757 defilierte zwischen Schloss und Schlosspalais. Im Dezzentrum präsentierte der Whisky-Club Liechtenstein ein ausgewähltes Sortiment der edlen Whisky-Tropfen. An Feinschmeckern fehlte es nicht. Auf ihre Kosten kamen aber auch Kunstgenießer der besonderen Art. Sebastian Schindler von den Color Junkies kreierte mit der Airbrush-Pistole ein lebendes Kunstwerk. Kunst präsentierte ebenfalls René Lemmel, nämlich passend zum Dezzentrum Holzkunst. Zwischen den vielen verschiedenen Stationen, die Liechtenstein zur Nacht der Schlösser zu bieten hatte, konnten die Besucher auch Verschnaufpausen einlegen, um zum Beispiel Vitamine nachzutanken, mittels frisch gepressten Orangensaft. Die Wochensplitter wurden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi und Servicepartner für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte in Frankenberg. Kiruna Wohnkombination in massiver Wildeiche, Natureiche oder Kernbuche, bestehend aus zwei Vitrinenelementen, Sideboard und Wandboard, ab 2.639 Euro. Liva, die exklusive und bezahlbare Wohnmöbelkollektion, bei Ihrem Garant gutes Wohnen-Fachhändler Reko Möbel in Stolberg. Kaum 5 Minuten im Wald, liebe Zuschauer, und schon 2 Rotfußröhrlinge gefunden. Aber Pilze gibt es nicht in unserer neuen Ausgabe von Schmecken lassen, sondern das Lieblingsessen der Deutschen haben wir für Sie nachgekocht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie nach der Sommerpause im K&W Küchenstudio in Chemnitz auf der Zwickauer Straße 454. Und niemals werden Sie erraten, was wir heute kochen. Eigentlich kochen wir nicht. Wir braten und wir brauchen dazu dieses Gerät. Genau, aber wir braten nicht den Hammer. Wir braten nicht den Hammer. Alexander, nee. Ist richtig. Willst du es verraten oder soll ich es verraten, was wir heute machen? Du darfst es verraten. Wir, liebe Zuschauer, machen heute Schnitzel. Kein Scherz, und im Hotel Bock gibt's Schnitzel und das ist der Renner im Hotel Bock. Und deshalb habe ich mir gewünscht, Schnitzel mit Bratkartoffeln, weil ich kann ja eh nix. Alexander, womit fangen wir an?
Womit fangen wir an? Also wir haben Kartoffeln gekocht, Pellkartoffeln vorgekocht. Das sind neue Kartoffeln und festkochende Kartoffeln, ja. Liebe Zuschauer. Ich gebe es zu, ich habe sie zu Tode gerührt. Dann haben wir die schon mal ein bisschen angebraten, dass es schneller geht. Jetzt dann, weil wir haben ja nicht so ewig viel Zeit, genau. Dann haben wir. Ich habe schon meinen Lernteller. Das ist gut, den machen wir jetzt voll. Gut. Dann haben wir machen Schnitzel aus dem Schweinerücken. Also es gibt ja die verschiedensten Fleischteile, um Schnitzel zu machen, aber wir machen es immer aus dem Rücken. Da habe ich jetzt auch schon mal was vorbereitet, was du schon mal anfangen kannst zu panieren. Und die anderen beiden tun wir noch klopfen. So richtig dünn müssen die sein. Genau, ja, richtig dünn müssen die sein. Das hast du schon mal vorbereitet. Da und was mache ich jetzt damit? Jetzt machen wir die erst ins Mehl. Dann tust du die würzen mit Salz und Pfeffer. Ich lege die liebevoll ins Mehl. Genau. Aber hat jetzt keiner erwartet, dass im Hotel Bock Schnitzel der Renner ist. Aber ich konnte mich davon überzeugen, die schmecken richtig lecker. Und stellen Sie sich jetzt mal vor, liebe Zuschauer, Sie sitzen so schön in eurem Biergarten. Ja. Mit einem schönen Rosé Prosecco zum Beispiel. Kann ich sehr empfehlen. Und dazu ein schönes Schnitzel. Gibt es mit Pommes, mit Salat, mit allem Möglichen. Also, und es ist wirklich der Renner. Habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, oder? Nee, das ist wirklich das, was am besten so funktioniert. Ah! Gibt ja auch verschiedenste Arten, Schnitzel zu panieren. Also wir machen jetzt hier ganz klassisch die Wiener Panade, wo erst Mehl, dann Ei und dann Semmelbrösel kommt. Hm. Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Man kann auch anstatt Semmelbrösel könnte man jetzt auch Cornflakes nehmen. Hm. Da wird es ein bisschen krosser noch. Man kann aber auch so eine Art Senf. Senf und Ei. Das klingt auch gut, interessant. Dann verquirlen. Oder mit Käse. Das Ganze panieren. Das ist eine schöne Aufgabe heute, in dem Ei herumzumehren. Ich würde mal. Mache ich das überhaupt richtig? Das sieht gut aus, wie du das machst. Die letzten beiden noch klopfen, dann könnte ich dir ja meine Pinzette geben. Genau, klopf mal. Ich klopfe mal, da wird es jetzt ein bisschen laut. Warum macht man dann eigentlich zuerst Mehl? Zuerst Mehl, damit die Feuchtigkeit von dem Fleisch ein bisschen aufgenommen wird, ein bisschen gebunden wird. Und dann dadurch bleibt das Ei besser dran haften. Mhm. Und dann zum Schluss Semmelmehl. Also ich kaufe immer die Schnitzel bei ... Tüt. Und da gibt es 6 Stück für 3,99 Euro. Die sind dann schon fertig. Ja. Und mein Kind isst die. Aber ich muss sagen, ich gebe es ehrlich zu, eure schmecken besser. Was ist das Problem? Genau, hier, ich würde dir jetzt das geben. Du gibst mir jetzt das. Jetzt kann ich mit der Pinzette arbeiten. Das mal Frauen geben. Kennen darf sich mit Pinzetten aus. Darfst du mir eventuell den Hammer mal reichen? Natürlich reiche ich dir den Hammer. Genau. Schnitzel gibt es jetzt auch auf eurer Karte. Genau. Was gibt es noch so? So die Zukunft, der Sommer ist jetzt so vorbei. Hast du schon so eine Idee? Was ist so? Im September dann wieder ein bisschen saisonal die Karte ändern. Also wir werden dann auf Wild gehen, auf Kürbis. Hm. Dann so in die Richtung mit. Jetzt zur Zeit haben wir noch Pfifferlinge mit am Laufen. Auch lecker. Jetzt wird es mal ein bisschen laut. Mal kurz die Küche zerlegen. Ich könnte ja noch so ein Brösel so. Die Brösel einzeln mit der Pinzette auflegen. Genau. beim Klopfen von den Schnitzeln am besten immer zwischen einer Folie machen oder einem Gefrierbeutel. Da bleibt das nicht so am Ja, das habe ich gesehen, genau. Klopfer kleben. Aber Gefrierbeutel ist sicherlich besser als eine Folie, weil der doch etwas beständiger ist. Genau, also ein bisschen eine straffe Folie oder ein Gefrierbeutel. Was mache ich denn alles für Sie, liebe Zuschauer? Das mache ich nur für Sie. Weil es ja immer heißt, ich mache nichts beim Kochen. Ja, das müssen wir ändern.
Und der Vorteil, wenn man das noch zwischen der Folie macht, das spritzt nicht überall rum. Weil wenn man das so klopft, dann spritzt es ja gerne ein bisschen. Und dann klebt das in der ganzen Küche und dann, das wollen wir ja nicht. Ja, deshalb komme ich lieber zu euch, die Schnitzel essen, ehe es in meiner Küche klebt, das gefällt mir auch nicht. Da muss ich wieder putzen. Ach, ist das schön, wie ihr alle so zuguckt. Schön machst du das. In der Zwischenzeit würde ich jetzt dann mal die Bratkartoffeln schon mal weitermachen. Habt ihr da irgendwie einen Trick, dass es so besondere sind? Gewürzmäßig? Kann man ja auch allerhand machen mit Bratkartoffeln. Kann man viel machen. Also wir machen nur Salz, Pfeffer und, was wichtig ist, in Sachsen vor allen Dingen viel Majoran. Okay. Das ist... Ja, Majoran mag ich auch ganz gerne, das stimmt. Und dann machen wir noch Speck ran und Zwiebeln. Aber wichtig ist halt bei Bratkartoffeln immer erstmal die Kartoffeln braten, bis dass sie ein bisschen Farbe haben. Und dann die Zwiebeln und den Speck erst. Das muss ja alles hübsch sein, ne? Relativ zum Schluss noch mit dazu. Damit so, die anderen kriegen nichts. Ich habe jetzt drei gemacht. Die anderen können gucken, wo sie bleiben. Weil es fragen mich immer die Leute, was macht ihr denn mit dem Essen? Ja. Was glaubt ihr denn, liebe Zuschauer? Essen. Das ist ja das Schöne an unserer Kochsendung. Wir essen dann, was wir gekocht haben. Und hier im K&W Küchenstudio können Sie auf 250 Quadratmeter wunderschöne Küchen bestaunen. Die gibt es jetzt wieder viele im Abverkauf, weil ab Oktober kommen dann die neuen Modelle. Natürlich stellen wir Ihnen dann in der nächsten Sendung diese auch vor. Kommen Sie einfach mal vorbei, der Herr Schmidt freut sich und berät Sie gern. Und vielleicht können Sie ja das ein oder andere Schnäppchen hier schlagen. Während ich immer noch mit meinen Schnitzeln kämpfe. Genau, ich kämpfe mal mit den Bratkartoffeln. Du kämpfst jetzt, dass du auch mal was machst heute. Guck mal, wie dick meine Finger, die werden immer dicker. Alex, deine Bratkartoffeln sind fertig? Genau, die sind so ziemlich fertig. Ich habe jetzt Gewürz mit Salz, Pfeffer und Majoran, Zwiebeln mit rein und Speck, Bauchspeck. Als Pfeffer habe ich heute mal den Kubebenpfeffer mitgenommen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Also hier sieht man es jetzt nicht mehr so. Weil ja, aber ich habe hier mal noch einen mitgebracht. Den gibt es also auch bei uns im Shop zu kaufen. Was ist das Besondere? Das ist ein, wird auch Stielpfeffer genannt, kommt aus Java und hat so ein bisschen eukalyptusartige Note. Aha. Ist mal wieder was anderes. Lässt sich leichter aussprechen wie der letzte, den wir hatten. Ja. Und habe ich gedacht, den können wir heute mal mit verwenden. Probieren wir mal. Jetzt haben wir hier die Pfanne heiß. Genau, jetzt haben wir die Pfanne heiß gemacht. Ich habe jetzt normales Rapsöl genommen, man kann aber auch... Und jetzt taurig? Moment. Butterschmalz nehmen, wenn man das möchte. Schmeckt es natürlich noch ein bisschen besser. Ist aber halt auch preislich intensiver dann. Weil Butterschmalz kostet. Ja, gut, für zu Hause. Für zu Hause. Meine Oma nimmt, glaube ich, auch Butterschmalz, die schwört genau, da drauf. Genau. Was wichtig ist, Schnitzel müssen immer schwimmend ausgebacken werden. Also nicht nur so ein bisschen Öl in der Also oder, nicht so sparsam sondern, damit. Also man sieht das hier ja. Vielleicht auch, dass es relativ viel ist. Ja. Um zu testen, dass das jetzt auch die richtige Temperatur hat, nimmt man sich jetzt mal so einen Schnitzel, hält es kurz drüber und schüttelt mal so und wenn das, was da abfällt, so anfängt zu braten oder zu blubbern, dann ist es soweit. Dann gibt man das Schnitzel hier rein. Taucht es mit der Pinzette? Nee, brauchst du nicht tauchen. Und dann einfach die Pfanne so ein bisschen schwenken, schütteln. Da muss man es auch nicht unbedingt von zwei Seiten. Doch, von zwei Seiten trotzdem. Weil von unten trotzdem mehr Hitze ist als von oben. Und auch wenn man das jetzt so ein bisschen macht und du ordentlich und gut paniert hast, dann sollte das auch so ein bisschen wellig werden. Also sich die Panade so ein bisschen abheben. Naja, ich habe mir so Mühe gegeben. Ne? Ja. Und das bewirkt aber halt auch das Mehl, dass wir die Feuchtigkeit vom Schnitzel so ein bisschen zurückhalten von der Panade, sozusagen. Und wenn du dann am Rand so ein bisschen, wenn das dann anfängt braun zu werden, da ist eigentlich dann der Punkt, wo man es dann auf keinen Fall sollte man es mit den Fingern machen. Jetzt nicht mehr, nee. Außer du hast noch die Panade an den Fingern. Dann hatte ich überlegt, aber das... Geht's vielleicht.
dann kann man das drehen und dann sieht man auch hier, wie sich das so ein bisschen... Ich hab's richtig gemacht! Sieht gut aus. Ich hält. Und wenn man das dann so ein bisschen schwenkt, läuft halt das heiße Öl auch immer drüber und dadurch, dass die so dünn sind, sind die auch ganz schnell durch. Mhm. K&W Möbelvertriebs GmbH Sachsen in Chemnitz-Sigmar, Zwickauer Straße 454. Schnäppchenjäger, aufgepasst! Wir machen Platz für neue Modelle. Deswegen erhalten Sie bei uns Küchen namhafter Hersteller günstig im Abverkauf. Für kleine oder auch große Räume. Mit vielen optimalen Lösungen für mehr Stauraum und Funktionalität. Je nach Wunsch erhalten Sie die Küchen mit oder auch ohne Geräte. Besuchen Sie uns in Chemnitz-Sigmar und schauen Sie sich um. Wir beraten Sie gern und lassen auch mit uns handeln. K&W Möbelvertriebs GmbH Sachsen in Chemnitz-Sigmar, Zwickauer Straße 454. Also Alexander, ich muss ja mal sagen, meine Schnitzel ziehen Falten, sehen perfekt aus, sehen oder? Sehen gut aus. Ja. Ja. Also ich könntest du glatt bei uns als Schnitzelpanierer anfangen. Wäre eine Idee. Und ihr sucht ja auch noch Schnitzelpanierer. Beziehungsweise sucht ihr nicht einen Schnitzelpanierer, sondern jemand, der dir unter die Arme greift beim Kochen. Genau, der nicht nur Schnitzel panieren kann, sondern auch richtig kochen kann. Da bin ich raus. Aber wenn Sie jemanden kennen oder vielleicht selber Lust haben, im Hotel Bock mitzukochen mit dem Alexander, dann bewerben Sie sich. Genau, im Hotel Bock. Was muss er alles können? Also muss ein richtiger Koch sein mit einer abgeschlossenen Ausbildung, oder? Es muss nicht unbedingt eine abgeschlossene Ausbildung sein, aber er muss auf jeden Fall kochen können. Also es gibt ja auch viele gute Köche, die jetzt keine Kochausbildung haben, aber er muss auf jeden Fall gut kochen können. Oder sie natürlich. Also es muss kein Mann sein, es würde auch eine Köchin gehen. Also wer Lust am Kochen hat oder kochen kann, meldet sich einfach im Hotel Bock. Der Alexander würde sich freuen, weil sonst muss ich nur andauernd helfen und das ist nie so eine Freude für ihn, gebe ich jetzt zu. So, jetzt darfst du unsere Schnitzel anrichten und ich bin schon mal gespannt, was die Ute dazu uns für ein Getränk serviert. Ja, schauen wir mal. Mal sehen, was sie mitgebracht hat. Ja. Ich kümmere mich schon mal um die Deko. Genau. Eine schöne Limette drauf. Einfach ein ganz einfaches, klassisches Gericht. Ganz einfach, klassisch. Und es schmeckt fantastisch. Noch eins? Noch eins? Gut, nee, brauchen wir nicht. Gut. Tata, so kann es dann aussehen. Und ich weiß genau, dass der Herr Schmidt vom K&W Küchenstudio sich schon mächtig auf das Schnitzel freut. Ute, ich bin gespannt. Was passt denn zu Schnitzel mit Bratkartoffel am besten, deiner Meinung nach? Schnitzel mit Bratkartoffeln schmeckt vielen Gästen und da kann man meiner Meinung nach dazu trinken, was man einfach gerne trinkt. Ob das jetzt eine Apfelschorle ist, ein Weißwein oder ein Bier oder ein Radler, ist, denke ich, das geht passt. Geht aber auch Saft passt und Cola. Alles. Geht auch Saft und Cola. Zum Schnitzel passt einfach vieles. Für Kaffee was? Würde ich jetzt nie dazu trinken. Gut, für was hast du dich entschieden heute? Ich habe heute mitgebracht Federweißen, weil es beginnt ja die Zeit des Federweißens im September. Ja. Und einen Silvaner, einen Weißwein vom Weingut Eimann. Das ist so ein, wie sage ich immer, Brot-Butter-Wein, ne? Silvaner. Das Schnitzel ist ja auch ein ganz normales Gericht, wo man jetzt nie sonst was Großartiges unbedingt dazu braucht. Und dann habe ich auch noch was Alkoholfreies mitgebracht, ein alkoholfreies Radler. Schön, jetzt wusste ich nicht, es gibt ja Federweißen auch Rosé. Ist ja, das was Neues oder? Ich kenne es nicht. Ich kann es bis vor kurzem auch nicht. Habe ich einfach entdeckt in einem Markt nebenan, der kommt aus Italien. Wir probieren das einfach mal, genau. Weil du doch gerne Rosé trinkst. Ach, extra für mich haben die Italiener einen Rosé-Federweißen kreiert. Das finde ich gut. Aber jetzt mal ehrlich, Schnitzel ist bei euch wirklich der Renner zurzeit. Ja. Ja, nicht. Also wir haben ja Schnitzel schon lange auf der Karte und Schnitzel ist einfach
den Deutschen mit das liebste Gericht. Ja. Wir wollen ja auch immer zeigen, was wir noch bringen. Ne? Ja. Und natürlich, du hast es gemerkt, Schnitzel, das ist so die Finger und zu Hause. Und zu Hause machen das wahrscheinlich wenige, denke ich. Machen es wie ich, gehen in den Supermarkt. Na? Und ein richtiges Schnitzel ist natürlich ist was anderes. Feines. Das stimmt. Na? Und das kann man halt im Garten bei uns bestellen oder wenn wir dann im Oktober unseren Kartoffelbrunch wieder beginnen, wird das sicherlich auch mit dabei sein. Kartoffelbrunch, wann genau? Geht los am 4.10. Der erste Sonntag im Oktober. Ja, da beginnen wir wieder damit. Welche Kartoffeln gibt es da? Hast du schon so ein... Gibt es die Linda? Es wird die Linda geben, den Reichskanzler, wir müssen einfach schauen, die blaue Emma wird wieder dabei sein. Bestimmt ganz, ganz vieles. So, jetzt haben wir genug geredet, jetzt wollen wir ein bisschen trinken. Ja, jetzt schenke ich einfach mal was ein und da ich ja nur heute so viel mitgebracht habe, der gärt natürlich, Federweiser, ganz gesund. Gesund auch noch? Ja, klar. Vitamin B1, B2, regt die Verdauung an wie verrückt. Sollte man aufpassen, was man noch alles so isst. Also Federweiser und Linsensuppe ist oder Erbsen ist ein bisschen schwierig. Ja, kommt drauf an, was man so vorhat am Tag. Ich nehme den Silvaner, du nimmst den Rosé und der Alexander und von Alexander schenkt mir das alkoholfreie Radler ein. Genau. Also es hat mir wieder viel Spaß gemacht, liebe Zuschauer. Wenn Sie zum Kartoffelbrunch gerne möchten, merken Sie sich den 4.10. vor. Wenn Sie das Team im Hotel Bock verstärken möchten, müssen Sie sich bei der Ute melden. Hast du Wünsche? Also es wäre schön, wenn derjenige Freude am Kochen hat, vielleicht ein ausgebildeter Koch, Köchin ist, Lust hat, frisch zu kochen und in unser kleines Team passt. Also das ist halt die Hauptsache. Liebe Zuschauer, wir bedanken uns beim K&W Küchenstudio in Chemnitz auf der Zwickauer Straße 454. Es hat wieder viel Spaß gemacht mit euch beiden. Wenn Sie eine schöne Küche brauchen, schauen Sie vorbei. Der Herr Schmidt freut sich auf 250 Quadratmetern, was man von außen gar nicht so sieht. Gibt es jede Menge Küchen und davon auch viele im Abverkauf. Also schauen Sie hier vorbei. Wenn Sie lecker Schnitzel essen möchten, dann kommt ins Hotel Bock. Die Ute und der Alexander freuen sich. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Gibt es da Ideen, was wir da so kochen können? Bis jetzt noch nicht. Uns fällt was ein. Dann wollen wir jetzt nicht mehr reden, sondern sagen dann, schmecken lassen. Jetzt bin ich mal gespannt. Liebe Zuschauer, das war's. Wir sind am Ende unserer Sendung. Schalten Sie auch nächste Woche wieder rein ins Kabeljournal. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Woche und ich gehe jetzt noch ein bisschen in die Pilze. Ich habe zwar nicht so das richtige Outfit an, aber dafür findet mein Kollege mich immer wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Rotfußröhrling, wo bist du?